Gut, dass ich euch erreiche. Unsere Verbündeten, sie haben gefunden, wonach wir suchen, und es ist, sagen wir so, ihr werdet gebraucht. Die Zeit ist knapp. Ihr müsst mich unbedingt treffen, damit wir offen sprechen können. Es ist wie immer schön, euch wiederzusehen, aber ich fürchte, weitere Freundlichkeiten müssen erst einmal warten. Ich hatte ja schon einmal von einer seltsamen Erschütterung der Macht gesprochen. Eine Art sich windende Masse ist mit Darth Arkes verknüpft. Ich dachte, ich könnte meine Verbindung zu Arkes nutzen, um andere zu finden, die mit der Erschütterung in Zusammenhang stehen. Revanita, die heimlich gegen uns arbeiten. Und ich habe ein paar gefunden. Ich sollte diesen Revanitern einen Besuch abstatten. Sagt mir, wer sie sind, damit ich sie vernichten kann. Klingt verlockend, aber wir brauchen sie lebendig. Dürfen sie nicht vorwarnen, wenn wir unseren strategischen Vorteil nicht verlieren wollen. Teron Shan hat mir geholfen, verschlüsselte Nachrichten zwischen den Revanitern zu dekodieren. Aufgrund eurer Einmischung auf Mana'an treiben sie ihre Pläne jetzt noch schneller voran. Nun, sie wissen ja jetzt, mit wem sie es zu tun haben. Wer könnte es ihnen da verdenken? Darth Arkes ist intelligent, manipulativ und unglaublich mächtig. Wir dürfen ihn nicht unterschätzen. Es gibt noch eine Möglichkeit, Arkes aufzuhalten. Teron hat seine Aktivitäten nach Hakata Prime zurückverfolgt. Colonel Darok und er bauen dort ihre unendliche Armee auf. Und da ist noch mehr. Die Implantate, die sie verwenden, bestehen aus Teilen der Sternenschmiede. Die Sternenschmiede... Auf Nar Shaddaa gab es eine Maschine, die daraus gebaut wurde. Ich habe die Gerüchte gehört. Sie konnte aus fast nichts praktisch alles herstellen. Darin lag auch einst die Macht der Sternenschmiede. Die Sternenschmiede war eine von der Macht erfüllte, sich selbst erhaltende Schiffswerft der Rakata. Sie wurde vor Jahrhunderten zerstört, aber die Revanita haben Teile des Wracks geborgen. Ihre Technologie macht die Soldaten fast unsterblich. Und sie übernimmt auch ihren Geist. Die Revanita haben sie also vollständig unter Kontrolle. Darth Arkes Dreistigkeit wird nur von seiner Torheit übertroffen. Er hat das Imperium und den Rat der Sith zum letzten Mal verraten. Macht eine Fähre nach Rakata Prime bereit. Wir brechen auf. Meine Fähre ist schon startbereit, mein Sith Lord. Teron und Jakaro warten auf dem Planeten auf uns. Je früher wir nach Rakata Prime reisen, desto besser. Jakaro? Defir. Jakaro! Zeigen Sie doch wenigstens ein Mindestmaß an Respekt! Hey, wir können den Angriff auf den Tempel der Alten starten, sobald ihr bereit seid. Das ist die Operationsbasis der Verräter? Ja, die Rakata haben vor tausenden von Jahren die Sternenschmiede im Innern dieses Tempels erbaut. Nun produziert er für Arkes und Darok Fußsoldaten. Teron und ich werden euren Fortschritt von Jakaros Schiff aus verfolgen. Wir unterstützen euch so gut wir können und halten euch auf dem Laufenden. Wie bitte? Jakaro, dem habe ich nicht zugestimmt. Moment. Darum ging es also in dem Gespräch mit Agent Shan, bei dem sie mich ausgeschaltet haben. Seid gewarnt, der Weg zum Tempel ist hart. In dem Gebiet wimmelt es von Rakata-Stammeskriegern, die nur zu gerne gegen euch kämpfen. Das habe ich auf die harte Tour herausfinden müssen. Wunderbar. Wir werden alle sterben. Einfach wunderbar. Bleibt konzentriert und alles wird gut, da bin ich mir sicher. Wir hören bald voneinander.
geplant nehmen können. Ihr müsst den Strand entlang und direkt durch das zentrale Rakata-Gebiet. Tut mir leid. Als ob ihre Arena frisches Blut braucht. Wenn ihr an ihnen vorbei wollt, müsst ihr ihnen wohl eine Show bieten, die sie nie wieder vergessen. Weiß, dass ihr hier seid. Ich hätte gesagt, dass er eure Präsenz gespürt hat, aber es ist wohl einfach euer lauter Auftritt. Er und Colonel Darok haben die Verteidigung außerhalb des Tempels mit neuen Rekruten verstärkt. Ihr wisst, was zu tun ist. Thank you.
Chiron hat den Funkverkehr der Revanita überwacht. Irgendwo in eurer Nähe haben sie ein verstecktes Rakata-Waffenlager gefunden. Sorgt dafür, dass sie die Waffen nicht einsetzen können. Armee. Ihre Produktion geht schneller voran, als wir dachten. Steuerkonsole und öffnet dort einen Kanal. Ich kann mich dann von hier aus in ihre Systeme hacken.
Wir sind drin. Teron? Okay. Laut den Plänen führt der einzige Weg zu den obersten Revanitern durch diese Rekrutierungszentrale. Die Cyborgs schlafen im Moment, aber sie lösen Alarm aus, sobald sie euch entdecken. Eine Überladung der Konsole wird sie von innen heraus rösten. Ich komme hier allerdings nicht an die Energiesicherheitssysteme ran. Die Ehre gebührt euch wohl. Ein solider Plan. Teron, warum funktioniert dieser Sensor nicht? Weil für Jakaro Systemwartung ein Fremdwort ist. Wahrscheinlich ein defektes Relais. Ich sehe mir das an. Nun, da er weg ist, darf ich vorschlagen, nicht auf Terons Vorschläge einzugehen? Eine Überladung würde auch die Daten zerstören. Das Imperium möchte vielleicht selbst auch eines Tages eine unendliche Armee haben. Allerdings müsstet ihr in diesem Fall gegen die Cyborgs kämpfen. Sie sind unnatürliche Anomalien. Ich stelle die Konsole auf Überladung ein. Ich verstehe. Wenn ihr Probleme mit meinen Entscheidungen habt, solltet ihr das besser für euch behalten. Bitteschön, gut gemacht. Also für einen Imperialen jedenfalls. Im Raum sind keine Lebenszeichen zu orten. Alles erledigt. Wenn ihr meint, diese Sensoren waren übrigens in Ordnung. Keine Ahnung, was das Problem ist. Wahr, die Sensoren scheinen wieder zu funktionieren. Arkes und Darak müssen realisiert haben, dass es vorbei ist. Sie sind zum Dach geflohen, wo eine Fähre auf sie wartet. Wir schießen sie ab, wenn es nicht anders geht. Aber wir sollten uns die Chance nicht entgehen lassen, sie zu verhören. Zum Dach, schnell! Warten Sie! Jakaro will immer noch die Männer stellen, die ihn verraten und uns dem Tod überlassen haben. Genau wie ich. Na dann los! Wo liegt das Problem, Arkes? Ist die Fähre noch nicht bereit? Wir Revaniter haben viel durchgemacht, um diesen Punkt in unserer Kampagne zu erreichen. Euer Versuch, uns aufzuhalten, ist unverzeihlich. Ihr und Lana, ihr wart nie mehr als Spielfiguren für uns. Wichtige Spielfiguren, aber auch nicht mehr. Spielfiguren? Bitte. Ihr hättet nicht als Geheimdienstminister einmal eine Stunde überstanden. Beleidigungen? Kein Wunder. Zu etwas anderem seid ihr nicht fähig. Diese groteske Bestie liegt gar nicht so falsch. Ich werde nicht kooperieren. Aber ich fliehe nicht. Wir werden die Stellung halten und euren Störungsversuchen ein Ende setzen, Colonel. Wenn ihr nur sehen könntet, was wir vorhaben, was wir für die Galaxis erreichen wollen. Aber das könnt ihr nicht. Deshalb müsst ihr sterben. Ja!
Nein! Der Plan! Arkes und Darok hätten sich nie gefangen nehmen lassen. Sie hätten niemals geredet. Ich habe Darth Arkes Tod gespürt. Das ist eine unglückliche Entwicklung. Ja, das haben sie. Was für eine Erleichterung. Verflucht. Die beiden waren die Anführer. Sie waren unsere beste Chance, an die Revanita heranzukommen. Nein, sie waren nicht die Drahtzieher. Der Grund für die Erschütterung in der Macht. Ich spüre ihn noch. Er ist hier. Wir haben Besuch. Schiffe. Großkampfschiffe, um genau zu sein. Eine ganze Menge davon. Ich kann nicht sagen, ob sie zu uns gehören, aber eines nähert sich uns. So wichtig Arkes und Darok auch waren, ihr Tod wird uns nicht aufhalten und auch nicht bremsen. Diese Stimme, ich habe sie schon früher gehört. Es ist Rivan. Fast hätte ich die unendliche Armee gehabt, die ich so dringend brauchte. Aber selbst ohne sie habe ich genug. Ich habe gesehen, wie ihr euren letzten Atem ausgehaucht und eure letzten Worte gesprochen habt. Oh, ich war auch tot. Wenn auch nur für einen Augenblick. Ich wurde wiedergeboren. Mein Geist ist nun klarer, meine Macht noch größer. Und nun, da mir der Orden untersteht, bin ich unaufhaltsam. Wollt ihr damit sagen, die Revanita waren nicht schon immer unter eurer Kontrolle? Zuerst wollte ich nichts mit ihnen zu tun haben. Ich war kein Prophet. Aber nun sehe ich sie in einem anderen Licht. Ein Geheimbund von Anhängern, die nur darauf warten, mir bedingungslos zu folgen. Die bereit sind, mir dabei zu helfen, die Galaxis zu retten. Es war töricht von mir, sie je zu ignorieren. Ich habe die Revanita endlich in meine Welt gelassen. Eine Welt, aus der ihr ausgemerzt werden müsst. Ihr werdet von Turbolasern anvisiert. Verschwindet dort! Das Schiff nicht erreichen. Nehmt die Fähre.
Ihr habt es geschafft. So wie Revan den Ort in Schutt und Asche gelegt hat, war ich mir nicht sicher, dass ihr da in einem Stück herauskommt. Was meinen Sie? Ich bin alles andere als in einem Stück. Jedenfalls bin ich froh, dass ihr da raus seid. Im Moment ist jeder Verbündeter ein willkommener Verbündeter. Wenn ich es nicht besser wüsste, Theron, würde ich sagen, dass ihr ein Auge auf mich geworfen habt. Wer, ich? Das ist einfach... Also wirklich, seid nicht albern. Wenn mich meine Sensoren nicht täuschen, scheinen sie auf einmal rot geworden zu sein, Agent Shan. Wir, Jakaro, ich und der Druide gehen jetzt, damit ihr Zeit für eure imperiale Nachbesprechung oder was auch immer habt. Lana, wenn ihr fertig seid, können wir uns ja ein gemütliches Versteck für die nächste Zeit suchen. Wenn wir wenigstens die Rekrutierungsprotokolle der unendlichen Armee sichergestellt hätten, würde sich das mehr wie ein Sieg anfühlen. Nicht, dass wir im Moment irgendwem im Imperium trauen könnten. Die Revaniter haben uns bewiesen, dass sie überall sind. Jakaro wurde 12-mal zum Tode verurteilt. Theron wurde aus dem SID geworfen. Und das Imperium hat für den Mord an Darth Arkes ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Ihr habt nichts dergleichen getan. Ich werde die ganze Sache beim Rat der Sith richtigstellen. Dunkler Lord, ich halte es für eine gute Idee, wenn ihr euch von mir distanzieren würdet. Unsere Namen können erst reingewaschen werden, wenn wir die Revaniter bloßstellen. Und wir können sie nicht bloßstellen, solange wir nicht wissen, wen wir bloßstellen sollen. Die nächsten Schritte sind klar. Theron, Jakaro und ich verschwinden im Untergrund. Wir finden einen Weg, Revans Plan zu enthüllen und ihn aufzuhalten. Drei Flüchtlinge, die sich vor einer riesigen Verschwörung verstecken, in die zwei galaktische Supermächte verstrickt sind? Habt ihr euren Verstand verloren? Ganz und gar nicht. Aber ihr spielt natürlich eure eigene, ganz besondere Rolle. Der Rat der Sith hat ein Mitglied verloren und ist vielleicht sogar noch stärker kompromittiert. Er braucht euch. Bleibt ihr selbst, aber bleibt wachsam. Und erzählt niemandem von uns oder dem, was ihr wisst. Und versucht auf keinen Fall, mich zu kontaktieren. Ich wünschte, ihr müsstet nicht gehen. Für mich wird es auch nicht einfach sein. Ihr sollt nur wissen, dass ich an euch denken werde. Unser aller Schicksal liegt in euren Händen. Vergesst das nicht.